Alles, was wir kaufen, wird mit dem LKW transportiert. Kein Essen ohne Fahrer, aber Anerkennung fehlt. In Bezug auf Wertschätzung würde ich mal sagen, null. 80.000 Fahrer fehlen in Deutschland. Manche Trucker wollen gar nicht mehr. In Deutschland bist du da, in Anführungsstrichen, der letzte Bambe. Ja. Obwohl wir die ganze Wirtschaft am Laufen halten. Der Fahrermangel nimmt zu. Osteuropäische Unternehmen springen ein. Ausbeutung steigt. Halle an der Saale. Hier wollen sie den Fahrermangel an der Wurzel bekämpfen, indem sie welche ausbilden. So, Sherlock, wir werden heute die Grundaufgabe 20 Meter rückwärts an der Rampe durchführen. Ja, das weißt du ja. Kannst dich reinsetzen und dann beginnen wir. Alles gut. Shakmuk Hamad, Spitzname Sherlock, kommt aus Usbekistan. Auf geht's. Und langsam weiter, wunderbar. Er ist im ersten Ausbildungsjahr. Gucke die rechte Ecke, mach die Ecke zu. Hier, jawohl, wunderbar und weiter. Gucke rechten Spiegel. Nach seiner Ausbildung wird er einen Arbeitsvertrag nach Tarif bekommen. Und stopp, stopp und jut. So, Sherlock, schauen wir uns das mal an hier. Annähernd parallel sind wir, das Fahrzeug ist annähernd gestreckt. Also so wäre das prüfungstechnisch bestanden. Ja? Dankeschön. Wir müssen aber noch üben, ist klar. Fahrlehrer Heino Ziegler war selbst 25 Jahre Trucker. Damals, wo ich mit der ganzen Sache begonnen habe, war das alles noch ein bisschen die Fernfahrerromantik. Was jetzt nicht mehr der Fall ist. Jetzt ist Zeitdruck enorm. Auf die Fahrer wird immer mehr abgewälzt und es zerrt auch an der Substanz. Aber jetzt, ich sage mal, ich möchte es jetzt nicht mehr machen. Weil ich das eigentlich, fahren macht mir immer noch Spaß, aber den Stress brauche ich nicht mehr. Den usbekischen Fahrschüler dagegen schreckt das nicht. Das macht mir Spaß, wenn ich lange unterwegs bin, weil ich kann viele neue Leute, neue Staaten kennenlernen. Sein Kollege Rak Mojon ist schon im dritten Lehrjahr. Er fährt den Betonmischer, eine große Herausforderung. Auf der Baustelle warten sie bereits. Also alle Kollegen sind höflich. So. Wenn wir nicht etwas verstanden haben oder wenn wir etwas Probleme haben, sie erklären uns. Ja, so. Bis jetzt kommen wir sehr gut klar. Sie sind immer geduldig. Rak Mojon ist ein Hoffnungsträger für das Logistikunternehmen Papenburg. Auf dem Hof stehen neue und alte Zugmaschinen. Manche warten auf Reparatur. Für andere gibt es schlicht keine Fahrer. Im Unternehmen ist Angela Papenburg zuständig fürs Personal. Die Logistikbranche ist schon seit Jahren schwierig. Es fehlt einfach insgesamt am Fahrpersonal. Letztes Jahr hatten wir auch mal eine Zeit gehabt, wo 15 LKWs am Tag einfach stehen mussten. Und das wollen wir natürlich vermeiden. Eigentlich soll das so nicht sein. Vor einer Woche war Angela Papenburg noch in Usbekistan. Personalgespräche. Von ihren Auszubildenden zum Berufskraftfahrer ist nur einer Deutscher. Die anderen 42 sind Usbeken. Auf jeden Fall wird es in der Zukunft einfach auch der einzige Weg sein, um alle Ausbildungsplätze besetzen zu können. Hier in der Disposition sind alle LKW auf den Bildschirmen sichtbar. Auch der von Rak Mojon. Er ist zurück auf dem Bauhof. Oben auf der Plattform sitzt der Anlagenfahrer. Er teilt die Betonladung zu. Morgen. Wann kann ich beladen? Ich bin schon ladebereit. 7:07, nach Kai kommst du drunter. Gut, okay. Mach ich. Die Jungs stellen sich eigentlich ganz gut an. Ich mache da generell keine Unterschiede. Solange jeder seine Arbeit macht, bin ich da zufrieden. Fulda. Der Fahrer dieses LKW macht seit mehr als 50 Jahren seine Arbeit. Seit Jahrzehnten on the road und immer noch voll dabei. Udo Horn. Morgen alle Mann. Die Familienspedition, für die er arbeitet, ist spezialisiert auf Italientransporte. Moin. Einmal Papiere für Italien. Keiner der Fahrer fuhr so oft über die Alpen wie Udo. Italienverkehr seit 1976. Unkraut vergeht nicht.
Vor 3 Jahren haben André Dietzel und seine Frau die Leitung der Spedition übernommen. Auch sie haben ein wachsendes Personalproblem. Etliche ihrer Fahrer sind schon über 60. Ja, man macht sich absolut Sorgen, weil der Fahrermarkt halt das nicht zulässt, dass neue dazukommen. Meine Frachten sind da und die müssen gefahren werden. Und wenn die Fahrer aufhören und weniger werden, dann ja, kriegen wir Probleme. Fernfahrer gesucht. Speditionen arbeiten mit allen Mitteln, um ihren Personalhunger zu stillen. Fahrer werden abgeworben an den Parkplätzen. Es gibt auch sogar Prämien, die anderen Speditionen ihren Fahrern bieten, wenn sie andere Fahrer abwerben. Ganz anständig ist es nicht, aber am Ende des Tages muss man auch seine offenen Stellen besetzen. Wie jede Woche macht Udo Strecke. 5 Tage unterwegs. Dafür am Wochenende zu Hause. Meine Frau, die kennt das nicht anders. Die habe ich 1978 kennengelernt. Da habe ich schon gefahren und ich habe ihr halt die Wahl gelassen, ob sie das mitmacht oder nicht. Ja, dann haben wir geheiratet. Die kleine Reinigungsfirma seiner Frau, das reicht nicht. 2 Monate hatte der 69-Jährige mal aufgehört zu arbeiten. Nun sitzt er wieder auf dem Bock. Ich mag nicht allein daheim rumhocken. Und mit der Rente alleine wird es schon eng. Weil es ist ja, die Preise sind ja in letzter Zeit regelrecht durch die Decke geschossen. Etwa 2600 Euro brutto verdient er monatlich. Im Sommer wird er 70. Dann wird er wohl endgültig aufhören. 30.000 Kraftfahrer gehen jährlich in Rente, aber nur 15.000 fangen neu an. Der Personalmangel wird von Jahr zu Jahr größer. Die Arbeitsbelastung sei in letzter Zeit noch mal deutlich mehr geworden, erzählt Udo. Besonders sei das bei Lieferungen an den Einzelhandel zu spüren. Da sollte ich sogar die unten das Plastik von den Paletten schneiden. Ich sag, Leute, geht's eigentlich noch? Was bin ich eigentlich? Bin ich hier der Lagerarbeiter, der Lagerfuzzi oder bin ich Fahrer? Das Ganze hat nur noch mit Ausbeutung zu tun, mit Wertschätzung hat das gar nichts mehr zu tun. An manchen Tagen staut sich der Lkw-Verkehr schon 25 Kilometer vor der österreichischen Grenze. Heute hat Udo Glück. Da stehen wir hier stundenlang. Ja? Da kommt keiner und fragt mal, wie geht's? Brauchst du irgendwas oder so? Da kriegt man höchstens gesagt, hättest du in der Schule aufgepasst und hättest was Gescheites gelernt, würdest du nicht hier stehen müssen. Circa 80% aller Güter werden in Deutschland auf der Straße transportiert. 8% sind es auf der Schiene. Es wird Abend. Einen der Stellplätze in Kiefersfelden für die Nacht kann er ergattern. Wenig später wird der Parkplatz voll sein. Fehlt noch das Abendessen. Für mich macht es insofern Sinn, wenn ich so allein unterwegs bin. Ich mag auch nicht alleine irgendwo am Tisch sitzen und essen, das ist, weiß nicht. Raststätten sind ihm außerdem zu teuer. Dann lieber den mitgebrachten Fleischkäse vom Discounter. Nee, es geht. Also es, man kann es essen. Der Feierabend eines Fernfahrers. Härter noch trifft es die Fahrer am Rastplatz Gräfenhausen bei Darmstadt. Mitte März beginnt ein Fahrerstreik. Verschiedene Gewerkschaften unterstützen ihn. And we think your chain of strongness is as strong as the weakest point. 60 Lkw-Fahrer, die für eine polnische Spedition arbeiten, sind im Arbeitskampf. Die Fahrer kommen aus Usbekistan und Georgien. Wir streiken, weil wir nicht bezahlt werden. Und als Menschen werden wir auch nicht respektiert. Ich arbeite seit 2 Monaten für die Firma, bin zum ersten Mal in Europa. Geld habe ich überhaupt noch nicht bekommen. Bei jedem ist die Situation etwas anders. Einig sind sie sich, erst wieder zu fahren, wenn alle bezahlt wurden. Kakabiri kommt aus Georgien.
80 Euro ist sein Tageslohn. Seit 4 Monaten bin ich auf der Straße. Letztes Jahr war ich sogar 11 Monate ununterbrochen unterwegs. Schlafen, essen, alles im LKW. Dauerhaft leben auf 4 Quadratmetern. Seine Familie in Georgien ist von ihm abhängig. Sie wartet auf das Geld, aber die Firma zahlt nicht. Ich habe nur 4.000 von meinen 8.000 Euro Lohn bis jetzt bekommen. Die polnische Spedition sagt, die Löhne seien vertragsgemäß bezahlt worden. Gewerkschafter haben da Zweifel. Ja, die werden ausgenutzt, weil sie ja tausende von Kilometern weg sind. Das heißt, sie können nicht gerade mal auf den Hof fahren und dann sagen, hier, entweder ich bekomme mein Geld oder ich fahre nicht mehr. Das hier ist ein Mut der Verzweiflung. Und das ja auch ausgenutzt wird, auch von deutschen Herstellern. Das sind Subunternehmer vom Subunternehmer vom Subunternehmer. Und den Letzten, der muss am billigsten fahren. Und die Leute, die in der letzten Kette drin sind, die werden auch als am wenigsten bezahlt oder schlecht bezahlt oder gar nicht bezahlt. Gelegentlich halten deutsche Lkw-Fahrer, um die Streikenden zu unterstützen. Solidarität. Auch Anwohner kommen zur Raststätte, wollen helfen. Einfach eine symbolische Aktion hier auf dem Parkplatz. Es ist bestimmt schwierig, das Essen zuzubereiten. Und es ist nur eine Kleinigkeit. Die Fahrer aus Georgien und Usbekistan halten die Lkw der polnischen Spedition als Pfand für ihren Lohn. Noch ist die Situation friedlich. In Halle auf dem Bauhof wartet Ragmojon darauf, Beton zu laden. Um in Deutschland zu arbeiten, musste er vorher ausreichende Sprachkenntnisse nachweisen. Also ein Jahr hatte ich in Usbekistan bei Berlin Zentrum. Es gibt ein Sprachzentrum, der Name ist Berlin Zentrum. Da hatte ich ein Jahr Deutsch gelernt. Am Anfang war ein bisschen schwierig, aber jetzt, also was sage ich, kann man lernen. Für junge Usbeken wie Ragmojon sind die deutschen Löhne ein überzeugendes Argument, ihre Heimat zu verlassen. Also bei uns ist es ein bisschen schwieriger als hier. Wir haben Arbeit mangelhaft, deswegen kommen viele Leute hier in Europa wegen Verdienen. Ja. Sein usbekischer Kollege ist noch dabei, den Lkw-Führerschein zu machen. Fahrstunde. Beobachten, langsam, gucken. Guck mal, da kommt eine gelaufen, du musst ja kontrollieren. Ne? Wenn hier, guck mal, die Frau da, Sie sehen. Mhm. Ja? Ja. Na, das nächste Mal müssen wir stehen bleiben da. Alles klar. Verstehen? Verstanden. In der Firma und in der Fahrschule nennen ihn alle Sherlock. Mein echter Name ist Sherim Hommat. Und Sherlock ist mein Spitzname. Links, ja? Wir blinken links. Sie haben ja gerade selber gehört, wie die Familiennamen sind. Über das ausgesprochen haben wir vorne schon 3 Autos haben wir schon. Und deswegen haben die alle so Spitznamen. Wir kommen gut damit klar. Die Teilnehmer auch. Und das ist der Hauptsache. Das muss ja funktionieren, ja. Alles gut. Ich fühle mich wie Sherlock Holmes. In Usbekistan war er Englischlehrer. In Deutschland wird er Lkw-Fahrer. Feierabend für Ragmojon. Die Firma hat den usbekischen Auszubildenden Wohnungen organisiert. Gelegentlich kochen sie zusammen, so wie von zu Hause gewohnt. Ich hatte in Usbekistan vielmal Lamm und Rind geschlachtet. Beim Schlachten muss man immer Messer schärfen, ja? Ihre Freizeit hier verbringen sie gemeinsam mit anderen Auszubildenden. Eine Ersatzfamilie fern der Heimat. Zum Beispiel, wenn ich heute koche, morgen kocht meine Mitarbeiter. Dadurch können wir sparen und besser kochen. Dadurch. Das Kochen hat Ragmojon von seinem Vater gelernt. Heute gibt es das Nationalgericht Pilo. Mein Papa ist auch Lkw-Fahrer. Er ist auch nicht immer zu Hause. Wann er zu Hause ist, macht für uns Pilau. Dann essen wir zusammen.
Und das ist unser Schlafzimmer. Und das ist mein Freundsbett. Und das ist meine. In der Dreizimmerwohnung leben 4 Auszubildende zusammen. Sie sind zwischen 20 und 25 Jahre alt. Und das ist unser Freundezimmer. Die Firma investiert einiges in die zukünftigen Fahrer. Bei der Ausbildung müssen wir nicht bezahlen. Nach der Ausbildung können wir an der Ort wählen oder an der Unterkunft finden und dann müssen wir bezahlen. Aber jetzt nicht. Jetzt alles kostenlos von der Firma. Der Tisch ist gedeckt. Wie zu Hause in Usbekistan. Wenn ich mit meinen Kollegen zusammen Pilau esse, erinnere ich genau meine Familie, ja? Ja, Heimweh, immer dabei Heimweh. Ja, weil wir sind vor 10 Monaten gekommen hier. Deshalb Heimweh ist ein Problem für uns. Obwohl sie als Auszubildende maximal 1050 Euro brutto verdienen, unterstützen sie ihre Familien. Wenn ich ein bisschen Geld übrig habe, dann schicke ich nach Heimat. Bei mir auch so. Pro 4 oder 3 Monate 200 oder 150 Euro. Alle hier wollen nach der Ausbildung noch 2-3 Jahre bei Papenburg weiterarbeiten, sagen sie. Für die Firma sind sie unentbehrlich. In Gräfenhausen spitzt sich die Lage für die streikenden Fahrer zu. In einem gepanzerten Fahrzeug rückt ein polnischer Sicherheitsdienst in Begleitung des Spediteurs an. Er will sich die LKW im Handstreich zurückholen. Ersatzfahrer hat er gleich mitgebracht. Aber die Streikenden geben die LKW, ihr einziges Druckmittel, nicht her. Zwischen den Fronten die deutsche Polizei. Schließlich setzen sich die streikenden Fahrer durch. Der Spediteur und seine Leute werden im Anschluss vorübergehend festgenommen. Ihnen wird Landfriedensbruch und Nötigung vorgeworfen. Tage später beginnen Gespräche mit dem Spediteur. In einem leeren Hänger laufen die Verhandlungen am Telefon. Die Spedition ist der Auffassung, sie habe alles bezahlt, wozu sie verpflichtet sei. Die Gewerkschafter sehen das ganz anders. Dann endlich der Durchbruch. Die Firma gibt nach, akzeptiert die Lohnforderung aller Fahrer. Wir sind dankbar für die Unterstützung in Deutschland von politisch Verantwortlichen wie von Leuten aus der Umgebung hier. Für Kakabiri aus Georgien ein Festtag. Er hat gehört, dass in Deutschland Lkw-Fahrer dringend gesucht werden. Hier sind 60 Leute. Nehmt doch die 60 Leute und gebt uns die Chance. Sagen wir für 3 Monate. Und wenn ihr zufrieden seid mit der Arbeit, dann nehmt uns. Aber so leicht geht das nicht. Fahrer wie er müssen in Deutschland zuerst einen 140-stündigen Lehrgang durchlaufen. In Polen geht das unbürokratischer. Beamte der Verkehrspolizei sind bei Bautzen auf der A4 unterwegs. Lkw-Kontrolle, Ladungssicherung. Es kommt anders. Eine Gefahrenstelle. Oh, das ist natürlich echt schlecht. Reifenteile auf der Autobahn. Hier müssen sie handeln. Jetzt müssen wir sehen, dass wir uns hier nicht überfahren lassen. 300 Meter setzen sie auf dem Standstreifen zurück. Daneben rauscht der Verkehr. Einsatz für Tino Hausdorf. Das ist natürlich eine akute Gefahr für den Fahrverkehr und da müssen wir wirken. Also da können wir nicht dran vorbeifahren. Da müssen wir tatsächlich direkt eingreifen. LKW, voll beladen und schlecht gewartet. Da sind Reifenplatzer vorprogrammiert. Eine Gefahr für alle anderen Verkehrsteilnehmer.
Nun zu ihrem eigentlichen Job. Aber wir können den hier mal mitnehmen. Lenkzeiten, Ladungs- und Verkehrssicherheit überprüfen sie. Dieser Lastwagen kommt aus Lettland. Hallo, guten Tag. Das ist eine Verkehrskontrolle. Ich kann hier einen Führerschein sehen. Lizenz, genau. Die beiden Fahrzeugscheine. Ein schneller Blick auf Bremsen und Reifen. In Ordnung. Der Fahrer hat 33 Paletten Deo geladen. Danke. Es ist bis vorne zur Bordwand geladen, genauso wie es entsprechend den Richtlinien ist. Also dass sozusagen die Ladung gut gesichert ist und auch bei Gefahrenbremsung nicht verrutschen kann. Ein spanischer LKW ist der nächste. Ja, der folgt. Alles gut. Der Fahrer ist auf dem Weg nach Polen. 19 Tonnen Glas hat er auf dem Hänger. Noch heute will er sein Ziel erreichen. Eigentlich. Die Ladungssicherung ist jetzt auf den ersten Blick nicht so überzeugend, sage ich mal. Weil letztendlich wird die Ladung nur über einen ganz, ganz geringen Winkel auf den Boden gepresst. Das ist alles ein wenig unglücklich. Haben Sie selber geladen? Ja. Mit dem Computer können die Polizisten ausrechnen, welche Kräfte auf diese Ladung wirken und welche Sicherung dafür vorgeschrieben ist. Schnell steht das Ergebnis fest. Die Sicherung ist mangelhaft. Also das Glas ist hier oben gesichert mit Folien, das funktioniert. Aber der Ladungsträger selbst auf dem Fahrzeug, den kann man fast als ungesichert bezeichnen. Das ist halt das Problem. Der Fahrer möchte dennoch weiterfahren. Es sei ja nicht so weit bis zum Ziel. Nein. Das können wir so nicht machen. Und das Ziel ist tatsächlich fast 400 Kilometer von hier entfernt. Die Firma des Fahrers muss jemanden beauftragen, der die Ladung vor Ort richtig befestigt. Nach nur einer halben Stunde ist ein Gabelstapler organisiert. Zusätzliche Gummimatten sollen verhindern, dass die ganze Ladung verrutscht. Der Fahrer sieht seinen Wochenplan dahinschmelzen. Ich muss heute noch nach Polen, aber die Stunden, die ich hier verliere, kann ich die ganze Woche nicht aufholen. Unglücklicherweise kontrollieren wir genau immer die Kraftfahrer, die in der Regel am wenigsten dafür können. Ja, die fahren an die Rampe, die werden beladen, die haben dort einen gewissen Stress, na, die müssen die Ladungssicherung übernehmen. Der Kraftfahrer ist das letzte Glied in der Kette. Das ist halt tatsächlich ein Problem. Die Kontrollen der Beamten sind stichprobenhaft. Mehr geht nicht bei jährlich 290 Millionen Lkw-Fahrten in Deutschland. Den Brenner hat er hinter sich. Trucker Udo Horn fährt durch Südtirol. Es ist gut, in Italien zu sein. Ich habe mich der Lebensweise der Italiener angepasst und kann dadurch leichter entscheiden, was ich wann mache. Er ist unterwegs zu seiner Entladestation in der Nähe von Florenz. Fast jede Woche einmal Toskana und zurück. Ich glaube, ich habe in meinem Leben mehr Zeit auf dem LKW verbracht als zu Hause. Aber wenn ich nicht klar käme, hätte ich schon aufgegeben. Ein Leben in Enge. Meist allein. Am späten Nachmittag nähert er sich seinem Ziel, einem kleinen Ort in der Umgebung von Florenz. Im Industriegebiet befindet sich die Kartonfabrik. Dort darf er seinen LKW parken. Nicht viele Unternehmen lassen das zu. So, haben wir es geschafft? Ich denke mal ja. Alle Arbeiter hier haben schon Feierabend. So, also ich kann morgen früh abladen. Und was heißt das? Dass jetzt Feierabend ist. Es gibt schönere Ecken. Man kann sich's nicht aussuchen.
Fernseher aufbauen, essen und dann schlafen. Meistens schlafe ich schon mal so ein bisschen beim Fernsehen gucken ein, aber wenn ich dann wach werde, dann gehe ich ins Bett. Nun, dann morgen früh geht's weiter. In alter Frische. Hallo Deutschland. Oranienburg nördlich von Berlin. Bei der Supermarktkette Rewe suchen sie eine Lösung für den Fahrermangel. 4 Uhr morgens. Frühschicht für Lkw-Fahrer Rainer Simon. Anders als im Fernverkehr bewegt er sich in diesem Job nur in einem kleinen Radius. Die Filialen, die er heute ansteuert, befinden sich alle in Brandenburg. Ich bin ganz gerne zu Hause abends und das hat sich so auch mit dem Job hier ergeben und da bin ich auch ganz froh drüber. Die zweite Schicht beginnt um 13 Uhr. Aber Rainer arbeitet lieber früh. Ja, weil der Verkehr ist ruhiger morgens, ne? Und man hat danach Feierabend, man kann abschließen. Bei der Mittagsschicht ist es so, wenn man da noch vorher was macht, man weiß immer, ich muss denn los, die Uhr tickt, ich muss zur Arbeit. Da kann man nicht so abschalten. Von hier aus werden alle Filialen im Nordosten Deutschlands beliefert. Von Rügen bis in den Süden Brandenburgs. Bis zu 400 Lkw-Fahrten täglich sind dazu notwendig. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Na, wie geht's? Sehr gut. Heute geht's nach Belitz. Ja, hoffe ich auf keine Klimakleber. Nee, hoffentlich nicht. Alles klar. Alles klar. Ja. Ciao. Zu seinen Fahrern hält Standortleiter Matthias Menzel einen persönlichen Kontakt. Bindung zum Unternehmen durch Wertschätzung. Die aktuelle Situation am Arbeitsmarkt ist sehr angespannt, gerade was das Thema Fahrer angeht. Für viele ist ja mittlerweile nicht nur das Geld entscheidend, aber auch die Arbeitsbedingungen, wie zum Beispiel ein festes, geregeltes Schichtsystem, sind halt essentiell für viele, weil gerade das Thema Beruf und Familie, wofür wir auch einstehen, ist für die meisten sehr, sehr wichtig. Er möchte noch mehr Fahrer einstellen. Denn noch läuft ein großer Teil der Lieferungen über Dienstleister, die zu Stoßzeiten hohe Preise fordern. 40 Fahrer arbeiten hier schon direkt angestellt bei der Supermarktkette. Aber es sollen noch 30 mehr werden. Also die Vorteile sind, man ist sozial abgesichert. Die Kollegen, das klappt alles. Die Arbeitsmaterialien sind hier wirklich top. Ja, das gefällt mir. Zwischen 6 und 8 Uhr muss Rainer die Ware überall anliefern. Das erste Ziel, eine Filiale in Teltow. Was passieren kann, ist natürlich Stau. Irgendwas am LKW oder ist irgendwas mal umgekippt, man hat einen Transportschaden. Dann verzögert sich das natürlich alles nach hinten raus. Aber das Zeitfenster ist ja schon nicht schlecht, also da hat man schon ein bisschen Spiel. Mit Nacht- und Überstundenzuschlägen kommt er auf rund 3.700 Euro brutto. Es ist schon was Besonderes. Es gibt nicht viele Firmen, die das Gehalt bezahlen. Und schon gar nicht im Speditionenbereich. Die im Vergleich gute Bezahlung. Für die Supermarktkette ein wichtiger Vorteil im Kampf um die Ressource Lkw-Fahrer. Nach einer Nacht im Lkw beginnt in Italien um 6.30 Uhr das Abladen der Altpapierrollen. Die Arbeitsbedingungen von Udo sind hart. Er ist es nicht anders gewohnt. In der nächsten Fabrik wird er Fliesen für Deutschland laden. König der Landstraße? Von wegen. Ich bin kein Romantiker. Ich bin da eher so der Realist. Wegfahren, wiederkommen, fertig. Mir gibt's da eigentlich nichts zu sagen. Lkw-Fahrer. Sie halten unsere Wirtschaft am Laufen. Ohne sie würde unser Wohlstand schwinden. Doch damit die Branche wieder attraktiver wird, sind dringend neue Ideen gefragt.